Wir haben also noch einen Schlüssel gefunden und ein Teil eines Bildes. Und hier liegt doch die ganze Zeit auch irgendwas auf dem Tisch. Wir können es aber nicht mitnehmen. Vielleicht ist das jetzt endlich mal diese Tür hier. Aber das sieht auch creepy aus. Aber guck mal, ist das... Also es sieht aus... Ihr werdet mich jetzt hassen dafür. Mein erster Gedanke war Ratte. Mein nächster war aber irgendwie, erinnert es mich so ein bisschen an den Chihuahua, den früher meine Schwester hatte. Und weiter gedacht, gibt es ja viele Vorurteile, die auch zu diesen kleinen Hunden einfach aufgrund der Größe sagen, naja, neben Fußhupe doch das etwas unschönere Taschenratte. Aber es ist so eine Mischung, irgendwie hat es schon was von einem Hund, ne? Also es ist was ganz Skurriles. So, hier haben wir einen Spielzeugsoldaten, da haben wir einen umgekippten Tisch. Hier haben wir sehr viel Blut. Da hier... Ah, will ich... Ah, ist ein Käfer. Den wir... so auf die Art und Weise einfangen. Das ist gut. Aber können wir hier noch irgendwas tun? Nee, der Drache ist falsch rum. Können wir irgendwas aufschlitzen? Nee, also in dem Zimmer wurde offensichtlich randaliert. Aber warum? Warum wurde hier randaliert? Ach, hier Teil des Bildes. Bei dem Kind. Uns fehlt noch was. Du hast hier eine Figur. Ach, so ein schöner Spielzeugsoldat. Und ich rede so schnell. Ah, wir gucken uns jetzt doch mal. Das ist das Gute beim Videoschnitt. Wir können uns einzelne Szenen auch einfach noch mal ein bisschen länger angucken. Ah, ist schon wieder eine Rechenaufgabe. Habe ich nicht gesagt, ich habe zu laut nach Rechenaufgaben geschrieben, ne? Drei, sechs, drei, fünf, acht. Ich verstehe den Zettel nicht. Genau so empfinde ich manche meiner Notizen auch. Also das sind dann genau solche kryptischen Symbole, die mir nichts sagen. Also, in der zweiten Reihe. Das plus 2 ergibt genau das Symbol aus der ersten Reihe. Ah, warte mal. Wir haben es über die dritte Reihe. 2 plus 1 ergibt gleich das Symbol. Und das Symbol ist die 3. Das heißt, da oben in der ersten Reihe haben wir die 3. Gut. Ich muss niesen. Ja, dieses Objekt kann dir helfen. Überprüfe dein Inventar. Löse die verbleibenden Operationen, um die richtige Sequenz zu finden. Ach so, die Sequenz ist das, was hinten rauskommt vermutlich. Ach so, die Ergebnisse ist diese... ich hab die ganze Zahlenreihe wollte ich da hinschreiben. Das ist auch wieder typisch ich. Im Übrigen, das habe ich jetzt mittlerweile geschafft, dank der Werbepausen, bis auf drei Stück, die da noch drin sind. Einfach komplett die ganze Tüte wegzuschnabulieren. Das war so nicht geplant. Ach so, als Ergebnis, ja, hatten wir das raus. Das macht keinen Sinn. Mir fehlen halt hier die Zahlen. Ich finde es halt immer noch verwirrend. Weil ich meine, dann hätten wir den Zettel, die Rechenaufgabe ja gar nicht gebraucht. Oder dient uns der Zettel für zwei Sachen? Hä? Ich schnall's nicht. Ach, jetzt weiß ich, wie wir es hätten lösen können. Ach, ich bin doch dumm. Ich bin doch dumm. Wir hatten ja die Rechneraufgabe und hatten unten ja einen Code 36358. Und wir haben ja über die Rechneraufgaben Lösungen erhalten, die wir dann Symbolen zuordnen konnten. Ach, ich bin doof. Ja, da habe ich jetzt zu vorschnell mal lösen lassen. Aber gut, Support für die Entwickler. Und, das heißt, für diejenigen, die jetzt die Auflösung wollen, hier nochmal meine zauberhaften Notizen. Das heißt, an Symbolen wäre jetzt die richtige Reihenfolge gewesen. Ich male es euch vielleicht jetzt unten einfach mal auf. Das heißt, die 3 ist das mit diesem Quadrat gewesen. Die 6 war das mit dem Halbkreis. Dann nochmal die 3. Ach, so herum. Das wäre der Code gewesen. Gut. Hätte ich die Bedute vielleicht länger nachgedacht, wären wir drauf gekommen. Aber, naja, es ist so, wie es ist. Was ist jetzt eigentlich passiert? Kann mir jemand sagen, was passiert? Ach so, das hat sich geöffnet. Ein Brecheisen und nochmal so eine gruselige Puppe. Ob das Mädchen das da versteckt hat oder ob es eine neue Puppe ist. Brecheisen.
Das heißt, wir brechen jetzt irgendwas auf. Offensichtlich nur. Was können wir denn jetzt aufbrechen? Willst du Spielzeug? Wer möchte das vielleicht haben? Oh, was können wir damit jetzt anstellen? Oh, vielleicht das Gitter hier unten aufbrechen? Siehst du? Siehst du? Ich weiß, wo ich Sachen verstecken würde. Spielzeugsoldat, das kriegt auch hier unser. Danke, ein neuer, nimm dies. Ich werde jetzt mit meinen Spielzeugsoldaten spielen. Und wir werden jetzt einsetzen gehen. Gruselige Teil von Medaillon. Oh mein Gott, Entschuldigung. Das setzen wir hier jetzt ein. Und krauchen jetzt durch die Kabine. Ich will das nicht tun. Irgendwas schlitzen wir doch jetzt immer auf in diesem Teil, oder? Und mit dem Blut malen wir jetzt irgendwelche Symbole hier an die Wand. Und sammeln die nächste zauberhafte Verzierung ein. Und haben jetzt einen Code, den wir uns aufschreiben. Also, da haben wir das Unendlichkeitszeichen. Dann eine Schlangenlinie in der Mitte haben wir. Das durchschnittliche Zeichen, oha, das vierte Zeichen ist irgendwas ganz Skurriles, was ich so nicht wiedergeben kann. Und das letzte ist auch irgendwas sehr Seltsames. Satan malt seine Symbole im Keller. Uff, also wir setzen jetzt das nächste ein und erhalten vermutlich eins der letzten Teile von dem Puzzle jetzt, ne? Oder von diesem Poster. Nee, da fehlt immer noch. Doch, fertig. Eins, zwei, drei. Oh, ist wahrscheinlich müssen wir das Dreidimensionale rausdenken. Also einmal ein Einerkasten vielleicht, dann sowas. Zwei. Ich zeige euch gleich mal, wie ich mir das aufgemalt habe, wie ich es mir vorstellen könnte. Lasst euch von der Reihe da oben drüber nicht verunsichern. Irgendwie sowas. Das wäre jetzt die Mischung aus 2D und 3D übersetzt in Formen. Es ist halt nur die Frage, wo setzen wir es ein? Wir haben zumindest überhaupt keine Sachen mehr im Inventar, ne? Hier haben wir auch nichts mehr, was wir tun können. Nö. Aber meinst du, es gibt noch ein Haus? Das wäre krass. Okay, welches Zimmer haben wir denn noch vor uns? Das erste? Hier war doch nichts. Das zweite. Oh, müssen wir hier rein jetzt die Form legen? Habe ich ja auch mal wieder so überhaupt keine Ahnung. Also es sind Sachen, die ich gerade in meinem Kopf nicht verstehe, weil das für mich jetzt kein Bild ergibt. Also hier haben wir in diesem Raum tatsächlich nichts mehr. Ich finde es so ein bisschen schwierig jetzt in diesem Haus, weil die Türen alle so gleich aussehen, zu entscheiden, wo man da jetzt rein muss und wo nicht. Ah, ich habe eine neue Idee. Okay, wir müssen es vielleicht doch einfach uns nur beschränken auf das, was dreidimensional zu sehen ist. Und entsprechend die Kästchen. Ah, hier ist eins frei. Entsprechend vermutlich die Kästchen jetzt auswählen. Okay, ich habe eine neue Idee, wie wir das probieren zu öffnen. Ich muss nur die Tür jetzt erst noch finden. Wo war denn diese Tür? Hier. Also wäre das so, so. Und hier hast du so ein paar satanistische Symbole, die wir, können wir die tauschen? Nee, noch mehr Symbole? Ah, wir müssen die Puppen vermutlich anders ansortieren. Also es ist jetzt irgendwas mit diesen Puppen, die da hängen. Okay, dann male ich mir jetzt diesen Code einmal mit auf. Es ist gruselig. Überleg mal, du bist in so einem Haus, wo überall so eine krassen Symbole gemalt sind. Oh.
Ist das letzte was? Nee, das Ganze hier unten ist einfach nur Blut. Ah, oder wir müssen. Ja, wir müssen vielleicht einfach nur an den jeweiligen Puppen ziehen, die dazugehören. Das kann auch sein. Wo hingen denn die Puppen? Ach so, durch den Kamin durch. Aber wo war der Kamin? Hier. Ja, okay, das macht Sinn. Also wir fangen an mit der hier, diese. Was ist denn das? Spiegel? Ha, da sind. Ach, guck mal, warte, das ist er. Bitte? Was war da jetzt? Kartendeck. Ein sehr schöne Karte, die gibt es mir, damit wir spielen können. Ist so ein bisschen der Typ, weißt du, jetzt weißt du, was die Bestimmung ist. Er macht mal ein Casino auf. Viel Spaß. Der mit der größten Karte gewinnt. Und warum erinnert mich das an Puppeteer?